Das ist also die Schönheit deines Lebens, dass du in diesem Moment so sein kannst, wie du sein willst. Diese Freiheit ist es, mit der die Menschheit im Moment zu kämpfen hat. Wenn du unter deiner Unfreiheit leidest, ist das in Ordnung, aber in Wirklichkeit leidest du unter deiner Freiheit. Wenn dein Leben so festgelegt wäre, wie das Leben jedes anderen Lebewesens, würdest du keinen Stress erleben. Du würdest es mühelos durchlaufen. Dein Problem ist nun, dass es die Freiheit gibt, so zu sein, wie du im nächsten Moment sein willst. Das ist es, womit du zu kämpfen hast. Wenn du unter deiner Unfreiheit leidest, ist das in Ordnung. Wenn du unter deiner Freiheit leidest, ist das eine Tragödie, nicht wahr? Dein Leben ist keine Tragödie, weil dies oder jenes passiert ist. Dein Leben ist eine Tragödie, weil alles passiert und du es verpasst, nicht wahr? Yes. Das ist nicht passiert, jenes ist nicht passiert, das ist keine Tragödie. Die Sonne ist am Morgen aufgegangen, aber du kannst sie nicht erleben. Du atmest, du kannst es nicht erleben. Du bist am Leben, du kannst es nicht genießen. Das ist eine Tragödie, ist es nicht so? Ja oder nein? Es geht nicht darum, was passiert oder nicht passiert ist. Der bedeutendste Aspekt in deinem Leben ist, dass du jetzt am Leben bist. Ist das so? Alles andere ist zweitrangig und nebensächlich. Ist das so? Nicht wahr? Aber du bist dir deiner Lebendigkeit nicht bewusst. Du bist mit deinem psychologischen Unsinn beschäftigt. Deine Gedanken, deine Emotionen sind, deine psychologische Realität ist viel wichtiger geworden als deine existenzielle Realität. Was das bedeutet, ist, dass du so sehr in deine eigene, unbedeutende Schöpfung verliebt bist, dass du die Größe der Schöpfung des Schöpfers völlig übersiehst. Das ist es, was es bedeutet. Aber du wirst zum Tempel gehen und zerbrechen. Du tust alles Mögliche, aber wenn du die Schöpfung wirklich wertschätzt, ist das Beste, was du tun kannst, ihr Aufmerksamkeit zu schenken und sie zu erleben. Ist das nicht so? Ja oder nein? Was ist die größte Anerkennung? Angenommen, jemand hat ein gutes Essen gekocht und es vor dir präsentiert. Was ist die größte Anerkennung? Dass du ein Gedicht darüber schreibst oder es genüsslich isst. Was ist besser? Wenn jemand ein Kunstwerk geschaffen hat, du es ignorierst und ihm einen Preis gibst, ist das großartig? Oder wenn du es wirklich schätzt und genießt, ist das großartig? Wenn du den Schöpfer und die Schöpfung wirklich wertschätzt, ist es das Beste, dass du in Glückseligkeit gelebt hast. Das ist die beste Wertschätzung für den Schöpfer.